Wort hat jetzt die Kollegin Beate Müller-Gemmecke von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Ministerin sitzt da drüben. Zu viele Unternehmen nutzen gezielt das Instrument Werkvertrag, um ihre Lohnkosten zu senken. Und das unterstelle ich nicht leichtfertig, sondern das ist schlichtweg Realität in Deutschland. Und offensichtlich wurde das auch bei einem Kongress von zwei bekannten Arbeitsrechtlern. Beide erklärten im vergangenen Jahr einer Reihe illustrer Unternehmen, wie Leiharbeitstarife durch Werkverträge umgangen werden können. Schon bei der Begrüßung der 130 hochrangigen Teilnehmer aus der deutschen Industrie erklärten sie, es gäbe eine Chance, den strengen arbeitsrechtlichen Regelungen der Leiharbeit zu entfliehen. Und anschließend wurde gezeigt, dass dies rechtlich und wasserdicht möglich ist. So etwas bezeichne ich eine krisenhafte Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Es fehlen klare Regelungen und effektive Kontrollen. Die Bundesregierung aber ignoriert auch dieses Thema ganz nach der altbekannten Devise Augen zu und durch. Rund um die Werkverträge werden also Vorschriften missachtet. Arbeitgeber bewegen sich in den Grauzonen geltender Gesetze, und mithilfe von juristischen Beratern werden vermeintlich legale rechtliche Konstruktionen entwickelt. Mit diesen nutzen sie Werkverträge, um tarifliche Standards zu umgehen. Die Folge ist Lohndumping und in vielen Fällen auch schlechtere Arbeitsbedingungen. Und das geht zulasten der Sozialversicherung und auch der Steuereinnahmen und insbesondere zulasten der Beschäftigten. Hier dreht sich das Lohndumping-Karussell weiter vom Missbrauch der Leiharbeit hin zu Missbrauch durch Werkverträge. Und die Bundesregierung sollte das schon endlich mal zur Kenntnis nehmen. Die Zahl der Scheinwerkverträge lässt sich nicht genau beziffern. Im Einzelhandel wird geschätzt, dass mittlerweile mehr als 100 Fremdfirmen mit 350.000 Beschäftigten Regale einräumen. In der Fleischindustrie ist es inzwischen üblich, dass 80 bis 90% der Beschäftigten aus Subunternehmen kommen. Das IAW Tübingen schätzt, dass in der Automobilindustrie nur noch 23% des Wertes eines PKWs von den Beschäftigten des Herstellers erzeugt werden, 77% über Subunternehmen. Gleichzeitig rechnen Wissenschaftler mit einer wesentlich höheren Dunkelziffer. Und da frage ich mich wirklich, in welcher Welt leben wir eigentlich? Mit Werkverträgen werden der Kündigungsschutz, die betriebliche Mitbestimmung, die tarifliche Bezahlung und somit der Schutz, der soziale Schutz der Beschäftigten unterlaufen. Das ist die eine Sache. Sorgen mache ich mir aber auch, wenn dies, was dies insgesamt für unsere Arbeitswelt bedeutet, wenn immer mehr Beschäftigte durch Werkverträge auf dem gleichen Betriebsgelände am gleichen Produkt arbeiten, dann zersplittern Belegschaften. Kollegialität und innerbetriebliche Solidarität werden zerstört, Konkurrenz, Unsicherheit und Misstrauen entstehen. Und das ist schädlich für das Betriebsklima und auch für die Motivation und Identifikation der Beschäftigten mit dem Betrieb. Die gewerkschaftlichen Errungenschaften, die über lange Zeit hart erkämpft werden, stehen also nur noch auf dem Papier. Das schwächt nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die Gewerkschaften und die Betriebsräte. Vor allem aber wird mit dem Geschäftsmodell Werkverträge der jahrzehntealte gesellschaftliche Konsens der Sozialpartnerschaft aufgekündigt. Und das können Sie, die Regierungsfraktion, doch wohl nicht unterstützen. Gesellschaftliche Verantwortung sieht anders aus. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir Grünen lehnen nicht grundsätzlich die Werkverträge ab. Wenn Werkverträge für fachfremde Aufgaben mit gelegentlichem Charakter für Vorprodukte und spezialisierte Tätigkeiten vergeben werden, dann ist das unbedenklich, und das sehen wir auch so, das entspricht einer modernen Arbeitswelt. Problematisch wird es aber, wenn Stammbelegschaften durch Werkvertragsbeschäftigte ersetzt werden, wenn sie die gleichen Tätigkeiten verrichten und somit eine Konkurrenzsituation bei den Löhnen und Arbeitsbedingungen entsteht. Und dann geht es eben nicht mehr um ein Werk,
und schon gar nicht, wenn in tariffreie Zonen und billigere Tarifverträge verlagert wird. Für mich ist das schlichtweg dann Tarifflucht und Lohndumping. Und dann gilt für mich auch nicht der Verweis auf die Vertragsfreiheit. Hier geht es um Scheinwerkverträge, und beim Lohndumping hört die unternehmerische Freiheit auf. Und genau deswegen haben wir uns eben mit der Abgrenzung zwischen Leiharbeit und Werkverträgen beschäftigt. In unserem Antrag schlagen wir Kriterien vor, wie Scheinverträge identifiziert werden können. Das bringt mehr Rechtssicherheit, und die Kriterien sind dann auch Grundlage für Kontrollen. Und zukünftig sollen die Betriebe und eben nicht die Beschäftigten den Nachweis erbringen, dass ein Werkvertrag und eben keine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung vorliegt. Vor allem aber soll die Finanzkontrolle Schwarzarbeit auch ohne Hinweis prüfen können. Sie muss auch personell aufgestockt werden. Das Geschäftsmodell Werkvertrag darf nicht weiter lukrativ sein. Auch hier brauchen wir soziale Leitplanken zum Schutz der Beschäftigten. Sehr geehrte Regierungsfraktion, nehmen Sie sich endlich dem Thema an, auch wenn Sie heute unseren Antrag wieder ablehnen. Die Arbeitswelt wird immer unmenschlicher, denn mit Scheinwerkverträgen kann man Menschen gewinnbringend als Sachausgaben verbuchen. Schließen Sie endlich das gesetzliche Schlupfloch, denn jegliche Arbeit hat ihren Wert und verdient Wertschätzung. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion